Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Video von mir. Diesmal Netsettings, Config und Tcred eines Servers erklären. Ich habe das Video gerade schon mal gemacht. Ihr seht ja, es ist 10 Uhr. Ich bin um 8 Uhr angefangen. Ich habe eben eine Stunde lang aufgenommen. Also wirklich eine Stunde Video gemacht, weil ich wirklich komplett einzeln in kleinen Schritten erklärt habe, wie die einzelnen Netsettings und die Server funktionieren. Das ist auf jeden Fall viel zu lang und deswegen werde ich das jetzt kürzer halten. Und ich habe auch selbst gemerkt beim Anhören nachher, dass es ein sehr, sehr großes Wirrwarr war. Also ich glaube, jemand, der gar keine Ahnung von Counter-Strike hat, der blickt da selber nicht durch, was ich gerade gelabert habe. Ich bin da gerade selber kaum noch klargekommen. Als erstes fangen wir mit der Config an. Wichtig ist für euch zu wissen, wo ist eure Config. Eure Config ist ganz normal, ihr geht Programme, 32-Bit, geht in Steam, Steam Apps, come on, hier sind eure Spiele, die ihr installiert habt. Ich habe natürlich noch eine zweite Festplatte, deswegen sind hier nur ein paar. Dann geht ihr Counter-Strike, CSGO, CFG und hier findet ihr dann eure Config. Hier ist eure Config, hier ist mein Byscript, hier ist meine AutoSX. Das werde ich euch sofort erklären. Erstmal machen wir jetzt die Config auf. So, mal groß machen. So, als erstes, was ist eine Config? Config ist ganz, ganz einfach erklärt. In einer Config werden jeder Befehl, den man ausführt, den man als Tastendruck eingibt, sprich, wie man kauft, wie man seine Maus bewegt, welche Geschwindigkeit die Maus hat, wie man schreibt, hier zum Beispiel, wie man schreibt, Team Say, Normal Say, wie man, hier ist zum Beispiel der No-Clip-Befehl, den ich immer für meine Tutorials benutze, wie man nachlädt. Sowas wird ja alles erklärt. Hier sind zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 die Tasten belegt. Hier sind Sachen, alles, hier wird einfach alles wird gespeichert. Hier sieht man zum Beispiel mein Crosshair. Zack, da ist mein komplettes Crosshair. Das wird alles einfach in dieser Config gespeichert. Und das ist eigentlich schon das Größte, was man dazu sagen kann. Man hat ja den Vorteil, im Gegensatz zu Battlefield oder Call of Duty, dass die Config man frei bearbeiten kann. Die Befehle, die man nicht bearbeiten kann, funktionieren einfach nicht. Und die anderen kann man komplett verändern. Man kann sein HUD umstellen, man kann eigentlich jeden Scheiß machen. Das heißt, man konnte in 1.6, wo es drei Farben fürs Crosshair gab, auch schon jede Farbe reinmachen, die man haben wollte, weil man das einfach selber bestimmen konnte über die Config. Es war zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber es ging alles schon. Was natürlich jetzt in Spielen wie Battlefield und Call of Duty nicht möglich wäre, würde man da sagen, man möchte an die Config gehen, man möchte an der Config was umschrauben, kriegt man meistens direkt einen Bann reingedrückt und ist dann schon mal weg vom Fenster. So, hier sieht man jetzt nochmal das Cross, oder mein Crosshair. Hier kann ich zum Beispiel BGR, blau, grün, rot, habe ich jetzt rot auf 255, Maximalwert, zack, mein Crosshair ist rot. So kann man das halt ganz simpel ändern. Ich erkläre euch jetzt ganz einfach nur, was ihr in der Config machen könnt, was ihr umändern könnt. Guck mal, hier seht ihr diese beiden Befehle hier. Das sind 1.6 Befehle, die gibt es gar nicht mehr. Früher konnte man auf Punkt und Komma Munition kaufen, auf Buy Ammo 1, das war Pistol Munition und das war Primary Munition. Keine Ahnung, warum dieser Befehl immer noch in der Config für CSGO drin steht, wo man ja automatisch Munition hat, ist mir eben aufgefallen, finde ich eigentlich recht witzig. So, gehen wir mal weiter, Byscript gucken wir uns nachher an, dafür habe ich meinen extra Kram gemacht. Sagen wir jetzt einfach mal, ihr wisst ja alle, auf F kann man sich seine Waffe angucken. Bind F, Look at Weapon, so. Wofür steht das Plus? Wofür steht das Look at Weapon? Look at Weapon ist der Befehl, der im Spiel verankert ist, dass man sich seine Waffe anguckt. Reload ist der Befehl im Spiel, der verankert ist, dass man sich seine, dass man nachlädt. Das ist eigentlich das einfach zu erklären. Das heißt, es gibt eine Befehlsreihe von Befehlen, die man in Counter-Strike ausführen kann. Ich werde mal gucken, ob ich eine Infoseite finde, wo ihr alle Befehle habt, die es gibt. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Dann müsst ihr das meiste einfach selber rausfinden. Ich versuche, irgendwas in die Beschreibung reinzupacken, damit ihr da ein bisschen einfacher zu oder ein bisschen einfacher klarkommt. Das Pluszeichen steht dafür da, dass es direkt ausgeführt wird. Sprich, wenn ich ein Plus für etwas schreibe, wird es direkt gemacht. Wenn ich kein Plus davor schreibe, muss ich es meistens bestätigen. Mit zum Beispiel linke Maustaste. Jeder kennt das, er nimmt mit 4 seine Granate in die Hand, dann hat er dieses Rad und drückt linke Maustaste und bestätigt es. Würde ich jetzt die Befehle für die anderen Granaten rausnehmen, würde nur den Flashbang-Befehl reinnehmen, also nur, dass er die Flashbang zieht, mache ein Plus davor, dann, wenn ich diese Taste andrücke, schmeißt er sie direkt. Das werde ich euch jetzt einfach mal simpel zeigen. So, wir löschen diesen Befehl raus und sagen jetzt, wir wollen auf der F-Taste zum Beispiel eine Granate werfen. Sagen wir eine Flashbang. Dann muss ich natürlich unterscheiden. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte eine Granate kaufen. Dann schreibe ich Buy rein. Oder ich möchte sie nutzen. Dann schreibe ich natürlich Use rein. So, Use. Dann kommt der Befehl, wie diese Waffe heißt. Die Waffe heißt Weapon Flashbang. So, ganz simpel, ganz einfach.
Wenn ich jetzt hier vor das Plus schreibe, drücke ich F und er schmeißt automatisch die Granate. Ich habe das letzte Mal getestet oder benutzt, als es noch nicht diesen Links-Rechts-Wurf gibt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er mit dem Use das jetzt noch funktioniert, dass er mit Linksklick wirft oder ob er jetzt mit beiden drückt oder Rechtsklick. Das habe ich eigentlich noch gar nicht ausprobiert, wenn ich mir ehrlich bin. Deswegen müsst ihr einfach mal selber gucken, ob das noch stimmt. Eigentlich müsste das auf jeden Fall noch stimmen. Sagen wir jetzt einfach mal, wir wollen eine Flashbang-Granate da werfen. Machen wir das Plus kurz weg. Wir wollen jetzt eine Flashbang-Granate werfen, aber sollte ich keine Flashbang haben, aber ich habe eine Smoke, möchte ich gerne eine Smoke werfen. Ganz einfach, ihr schreibt Use Weapon Smoke Grenade. Das heißt, jetzt habe ich eine Flashbang und eine Smoke, schmeißt er erst die Flash, dann die Smoke, wenn ich die Taste F drücke. Oder wenn ich halt jetzt, ich habe ja das Plus weggenommen, wenn ich jetzt Doppel F drücke, bin ich auf der Smoke, wenn ich einmal F drücke, bin ich auf der Flashbang. Wie das Rädchen bei der 4 ist, wenn ihr auf der 4 bei der Granaten seid, habt ihr das gleiche. Was man jetzt auch sagen kann, ist, sollte ich zum Beispiel jetzt eine Smoke-Granate haben, aber keine Flashbang, dann nimmt er direkt die Smoke in die Hand und andersrum natürlich auch. Das kann man dann mit dem Plus davor wieder machen, dass zum Beispiel. Sollte ich jetzt keine Flash haben, eine Smoke haben, drücke ich F, er schmeißt eine Smoke. Sollte ich beides haben, schmeißt er erst die Flash, dann die Smoke. Sollte ich nur eine Flash haben, schmeißt er nur die Flash. Das ist eigentlich schon das Einfachste, um es jetzt mal einfach zu erklären, wie eine Config funktioniert. Look at Weapon. So. Der Rest ist halt einfach nur eine Sache. Ich habe jetzt zwei No-Clip-Befehle drin, das ist aber ganz schön dumm. Das andere ist halt einfach nur eine Frage, dass ihr die Befehle aus dem Internet raussuchen müsst und sie einsetzt. So, jetzt nebenbei erkläre ich euch mal eben, ich mache mal eben die zu, erkläre ich euch meine Autosex und einen Byscript. Byscript habe ich hier. Ich habe das Byscript.cfg genannt. Wie ihr das nennt, ist scheißegal. Ihr könnt das auch Punkt 1 nennen oder A nennen oder B nennen. Das ist eigentlich Wumpe. Hauptsache, ihr ladet das nachher richtig. Warum macht man externe Scripts, externe Config-Bereiche, die sich Autosex nennen? Ist eigentlich ganz simpel. Früher war es in 1.6 so und auch in 1.5 so, dass ich einen Befehl genommen habe. Ich habe den einfach hier unten hingeschmissen. Zum Beispiel einfach hier im Zack. Habe dann gespeichert und er hat es genau so übernommen. Sprich auch mit der Leertaste dazwischen, mit genau die Taste, wo es hier ist. Sollte ich jetzt meine Config speichern und neu starten, nimmt er diesen Bind-Befehl und setzt ihn ganz nach oben zum B hin. Das Problem, was man dadurch hat, ist einfach, dass die Config nicht sortiert ist. Sprich, Counter-Strike denkt, oh, ich muss die sortieren und sortiert die dann halt nach Buchstaben. Das Problem ist aber einfach, dass man selber meistens dann nicht mehr durchblickt und nur noch über die Suchenfunktion klarkommt. Deswegen ist es halt wichtig, dass man so Sachen extern reinlädt, weil dann bleibt es nämlich als ein Plug zusammen stehen. Wie man hier zum Beispiel. Wo ist es? Hier. Hier ist mein Byscript. Das bleibt extern, das bleibt halt zusammen stehen. Mein Crosshair habe ich so reingeladen. Das bleibt dann auch genauso stehen. So, Byscript, ganz, ganz simpel. Ich sollte nicht so oft simpel sagen, fällt mir auf. Hab hier meine Tasten gebindet, F1 bis F10. Und dahinter halt geschrieben, was ich halt haben möchte. Ich habe jetzt hier bei M41, bei M41 Silencer, bei AK-47. Das heißt, wenn ich auf der CT-Seite spiele, ist egal, welche von beiden Waffen ich drin habe, er kauft eine von beiden, die ich gerade ausgerüstet habe. Und auf der T-Seite kauft er die AK. Dafür ist dieses Semikolon oder was das ist, dafür da, um das zu trennen. Hier dann bei F2 habe ich jetzt zum Beispiel AWP. Hier habe ich Farmers Galil. Und das werde ich euch unten einfach mal hochladen. Dann könnt ihr das natürlich auch bei euch einfach reinkopieren. Wichtig ist nur, dass wenn ihr das hier drin habt, so, dass wenn ihr so ein Byscript habt, dann müsst ihr das einfach so nennen, wie ihr wollt, a.cfg, damit als Config gespeichert wird. Dann geht ihr in eure Config und ladet diese Datei. Das heißt, esc byscript, das war natürlich nicht so geil. Script.cfg, solltet ihr jetzt das Spiel speichern, also die Config speichern, geht dann das Spiel starten, lädt er automatisch eure Config und dann habt ihr eure Tasten dafür aktiviert. So, was ich jetzt zum Beispiel hier noch habe, ist eine Autosex-Datei, die nicht in der Config verankert ist. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch in die Config gehen und hier reinschreiben, ESSEC ist halt der Ladebefehl, sprich mit ESSEC öffne ich Sachen. Und dann halt, wie diese Config heißt oder wie dieser Bereich heißt, der heißt autosex.cfg. Würde ich das jetzt reinschreiben, übernehmen, speichern, das Spiel starten, würde er automatisch die Befehle, die ich jetzt habe,
jedes Mal, wenn ich Counter-Strike starte, auch benutzen. Das Problem ist, dass in dieser Datei Sachen drin stehen, die ich fürs Warm-up brauche und die ich zum Beispiel, wenn ich ein Warm-up spiele, dann gehe ich zum Beispiel auf eine Aim-Map, habe ich euch schon mal gezeigt, dann gebe ich ein Essac, Autosac, drück Enter und er lädt automatisch meine Befehle, die ich brauche. Sprich, unendlich Munition, also Teambalance aus, Limit Teams aus, macht ihr automatisch die Bots rein für die Seite, die ich immer brauche. Und siehe da, man hat dann direkt die Runde fertig. Deswegen habe ich das nicht direkt drinstehen, weil ja, ich es halt nicht immer brauche. Deswegen ist es, kann ich es selber laden. Davon könnt ihr so viele Dateien machen, wie ihr wollt. Könnt ihr einfach reinschmeißen und die jedes Mal extern laden. Einfach über die Konsole und fertig ist es. Und ja, meine Katze isst gerade mal irgendwas Komisches. Ich muss mal eben kurz offline gehen. Ich komme sofort wieder. So, da bin ich wieder. Ich werde auf jeden Fall mein Bytescript und meine Config werde ich euch hochladen. Dann könnt ihr das einfach downloaden. Ich werde dazu auch, glaube ich, direkt dann diesen komischen, hier, wie heißt dieses Internet-Hack-Virus-Tool, damit man das prüfen kann. Das werde ich euch dann einfach unten reinpacken. Da könnt ihr die Datei dann gleich prüfen. Nicht, dass ich da euch irgendwelche Scheiße mit reinpacke oder ihr Angst habt, dass ich da irgendwelche Hacks oder Keylogger oder sowas einbaue in die WinRAR-Datei. Deswegen werde ich das einfach direkt auch mit hochladen. Dann könnt ihr das direkt prüfen. Ja, das ist es dazu und jetzt erkläre ich euch noch eben schnell die Netsettings. Genau, Netsettings. Dafür gehe ich nochmal kurz in die Konsole, ach in die Config. Was sind die Netsettings? Die Netsettings sind einfach nur dafür da, wie viele Pakete ankommen, wie viele Pakete verschickt werden, wie euer PC mit dem Server kommuniziert und halt sich austauscht. Dafür gibt es drei Befehle, die ihr ändern müsst. Einmal ist es die CL Update Rate, setzt ihr auf 128. Dann, das könnt ihr auch über die Konsole machen, aber wichtig ist, dass ihr dann nicht im Spiel drin seid. Ja, da, die CMD-Rate, auch auf 128. Und dann gibt es noch die ganz normalen Rates, die findet ihr aber leider hier nicht. Die müsst ihr nachher im Spiel, die habt ihr einfach, ich weiß gar nicht, warum er die in der Konsole, in der Config nicht gespeichert hat, gebt ihr einfach Rate ein und macht 125.000. Fertig. So, ja. Mal eben hier wieder zumachen. Wofür ist die CMD-Rate? Wofür ist die Update-Wert? Rate? Warum 128? Ganz simpel. Ihr wisst ja, die Matchmaking-Server laufen auf 64 Tick, das heißt auf 64er Rates. Normale Server im Public-Bereich laufen auf 128 oder auf 102. Das ist scheißegal. Aber wenn ihr den maximalen Wert drin habt, ist Counter-Strike schlau genug, euch das selber runterzudrosseln. Sprich, wenn Counter-Strike merkt, der Server läuft auf 64 Tick, ändert er seine Werte automatisch und drosselt es oder skaliert es runter auf 64. Solltet ihr den Server 102 haben, skaliert es auf 102. Solltet ihr 128 haben, lässt er es automatisch bei 128. Netsettings, Erklärung von der CMD-Rate. Die CMD-Rate ist eigentlich nur die Rate oder die Paketrate, die von euch an den Server gesteckt werden. Was man da zum Beispiel sagen kann, ist, dass wenn die CMD-Rate zum Beispiel niedriger ist, dass dadurch halt eure eigenen Bewegungen, die von euch kommen, eure Schüsse, euer Recoil, eure Movement-Kram, den ihr macht, wird an den Server weitergeleitet. Das heißt, wenn ihr eine niedrige CMD-Rate habt, kann es zum Beispiel sein, dass ihr schießt und ihr schießt im Dauerfeuer zum Beispiel mit einer Waffe und ihr habt da das Problem, dass der Server das Paket losschickt und hat einen Recoil, den er bearbeitet, sprich, er schickt den Recoil von eurer Waffe an den Server. Der wird verarbeitet, dadurch ja, dass aber eure Rate so niedrig ist, das heißt, wenige Pakete rüberschicken kann, ist zum Beispiel für die nächsten 5 Schuss der Recoil immer gleich, bevor das nächste Paket rübergeht. Das heißt, es ist wichtig, dass man eine hohe CMD-Rate eigentlich hat, dass man die auch wirklich bei 128 einstellt und auch hofft, dass man sie erreicht. Man kann es im Netgraph, da macht ihr einfach net-graph 1, könnt ihr unten eure Werte überprüfen, ob die Werte ankommen. Da gibt es einmal rechts, gibt es wie der Server eingestellt ist, 128, und daneben gibt es eine Anzeige, wie viel ihr reinbekommt. Es ist einfach wichtig, dass man diese Datenmenge hat, dass man einfach diese Daten noch wegschicken kann, weil dadurch halt wirklich alles bearbeitet wird, was passiert, was die ganzen Pakete, die wichtig sind, die der Server braucht, werden halt schnell abgearbeitet. Dadurch kommen halt zum Beispiel so Fehler, wie man das im 64-Tick-Bereich kennt, dass zum Beispiel Schüsse geschluckt werden, dass
bestimmte Sachen nicht ankommen. Das hat mit der Update-Rate zu tun, das werde ich euch sofort nochmal erklären. Wichtig ist halt auf jeden Fall, dass ihr die CMD-Rate auf 128 setzt. Das ist ein Maximalwert, das heißt, sollte er zum Beispiel nur 60 Pakete verarbeiten können, gerade weil nichts passiert, das heißt, ihr steht in der Ecke mit AWP und sitzt im Hardscope, dann wird er natürlich keine 128 Pakete die Sekunde brauchen, dann benutzt er vielleicht nur 20 oder nur 60, dann drosselt er sich das selber runter, aber er kann halt maximal 128 erreichen. Das liegt halt immer daran, wie viel Tick-Rate oder wie hoch die Rate vom Server an sich ist. Ein 128-Tick-Server kann euch auch maximal nur 128 Pakete pro Sekunde ausschmeißen. So, das ist erstmal das zur CMD-Rate. Wichtig ist zu sagen, dass man ja immer sagt, man sollte natürlich auch so viel FPS haben, wie die Tickrate angibt. Das ist teils richtig. Das heißt, die CMD-Rate ist es scheißegal. Wenn ihr die CMD-Rate auf 128 setzt, ihr habt nur 100 FPS, dann ist das nicht so schlimm. Counter-Strike kann sich das selbst skalieren, skaliert das hoch. Weil würde das nicht gehen, das hat man früher in anderen Spielen gesehen, zum Beispiel in Doom 1 oder so oder Doom 2, selbst ein FPS-Drop von 99 auf 100 oder von 98 auf 100, von 127 auf 129. Das wäre so hart, das wäre so am Ruckeln und am Laggen, dass sie selber gar nicht mehr spielen können. Das heißt, es skaliert sich selber. Bei der Update-Rate ist das ein bisschen anders, das werde ich sofort erklären. Bei der Update-Rate ist es schon wichtig, dass man die FPS auch wirklich einhalten kann. Es ist wichtig, dass man auch nicht runterkommt. Deswegen sollte man da schon aufpassen mit den Werten. Bei der CMD-Rate, die skaliert sich selber, das ist gar kein Problem. So, wichtig zu sagen, jetzt kommt die CL-Update-Rate. Die Update-Rate ist einfach nur dafür da, wie viele Pakete von dem Server zu euch gehen. Sprich, die Aktionen der anderen Spieler, die Aktionen der Map. Zum Beispiel bei Battlefield wäre es jetzt die Levolution-Scheiße da. In Counter-Strike ist es zum Beispiel, wenn ein anderer Spieler einen Fass schießt, dann die Berechnung von dem Schuss von dem anderen Spieler, seine Bewegung und auch wo ihr oder auch wie er in das Fass reinschießt, wo er reinschießt, wird dann zu euch weitergegeben. Wichtig ist, dass man eine Update-Rate hat, die nicht zu hoch ist und auch nicht zu niedrig ist. Das heißt, 128 ist ein guter Wert, den man gut einhalten kann. Woran man merkt, dass die Update-Rate zu hoch oder zu niedrig ist, ist eigentlich ganz einfach. Wenn die zu hoch ist, das heißt, ihr habt eine sehr hohe Update-Rate, dann kann es sein, dass ihr einen Choke kriegt. Das seht ihr dann unten, wenn ihr den Netgraph anhabt. Da steht Choke und Loss. Einmal Loss ist für Packet Lost, also für den Datenverlust, und der Choke ist für einen Datenstau. Das heißt, sollte die Update-Rate nicht mit dem Server hinterherkommen, was in CSGO scheißegal ist, weil er das automatisch skaliert. Das heißt, er skaliert es automatisch runter und dadurch habt ihr das Problem nicht. Es kann aber mal sein, dass zum Beispiel ein Public-Server ruckelt oder laggt und dadurch ihr selber seht, dass eure Loss-Werte oder eure Choke-Werte immens nach oben gehen. Dann solltet ihr vielleicht einfach mal gucken, dass ihr den Update-Rate ein bisschen runterschraubt, dass ihr es das vielleicht in dem Moment nicht richtig skaliert. Ich hatte das letzte Mal auch auf dem Bunnyhop-Server gespielt und der hat den Wert nicht richtig skaliert, ist selber nicht mehr klargekommen. Dann habe ich den ein bisschen gedrosselt und habe gesehen, ah, mein Choke geht runter, mein Datenloss geht auch runter, konnte wieder einigermaßen spielen. Das muss man halt dann immer ein bisschen nachgucken. Die CL-Update-Rate ist verknüpft mit dem Intap-Wert. Der Intap-Wert ist einfach dafür da, dass er ausgleicht, sollte man wenig Update-Rate haben. Das heißt, sollten weniger Pakete rüberkommen, rechnet der Intap automatisch aus. Es gibt einmal den Eint-Erb, der ist dafür da, das auszugleichen. Und der Exterb oder der Ex-Interp ist dafür da, die Vorrechte, also die Zeit vorzuberechnen, wenn man das mal so ehrlich oder so sagen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel eure Update-Rate gerade ruckelt oder ihr habt gerade ein Lag drin, dann berechnet der Intap automatisch, alles klar, der Charakter müsste ungefähr da sein. Der berechnet dann zum Beispiel 50 bis 100, 150 Millisekunden im Voraus, um euch einfach zu sagen, als kann man halt sagen, wie eine Lag Compensation halt. Oder es ist eine Lag Compensation. Sprich, er bearbeitet, er versucht halt auszugleichen, wo gerade der Fehler ist. Und hat dadurch dann halt den Vorteil, dass man halt diese Lags etc. nicht mehr sieht, sollte es wirklich so Probleme geben, dass es gerade am Schwanken ist. Den Interwert war früher in 1.6, konnte man sich selber erstellen. Da haben dann so ganz witzige Kinder sich in der ESL erlaubt, dann zum Beispiel die Update-Rate auf 100 zu stellen und den Interwert auf 1,6. Dadurch hat man natürlich das Problem gehabt, dass für einen selber alles ganz normal war, aber für die Gegner der Charakter oder der Model-Charakter gar nicht da war. Sprich, er war vielleicht schon 150 Millisekunden weiter vorne. Das hatte dann halt das Problem, dass man entweder die Gegner gar nicht getroffen hat oder die Gegner ihn getroffen haben, wenn man schon hinter Wänden war. Ja, das haben sie Gott sei Dank in CSGO so eingestellt, dass der Interwert sich automatisch ausrechnet. Man kann ihn nicht mehr verändern. Ist auf jeden Fall von Vorteil, denn es war richtig stressig, wenn Leute dann damit rumgelaufen sind. In der ESL wurden die Config da mal überprüft, ob da so eine Scheiße bei ist. Und da hatte man auf jeden Fall den Vorteil, da waren auch bestimmte Rates immer Pflicht. Und das eigentlich das zu den Update-Rate und zu der CMD-Rate. Die
RAID an sich, die müsst ihr in der Config einändern. Die müsst ihr in der Config ändern. Da schreibt ihr einfach RAID rein. RAID 125.000. Ja, die ist dafür da, wie viel Bytes pro Server vom Klienten zum Server übertragen werden. Also, wie viel pro Sekunde wirklich machbar ist. Da könnt ihr einfach 125.000 hinschreiben. Die Server haben alle einen Default-Wert von, ich glaube, 80.000 und normales 80.000. So wichtig ist der Befehl seit 1.5 nicht mehr. Ich habe ihn einfach noch übernommen, weil ich es von früher einfach noch umgestellt hatte. Und das ist eigentlich alles, was man da in oder ändern kann. Und das ist eigentlich alles zu Config und zu Net-Settings. Das mit dem Servern werde ich jetzt sofort noch mal erklären, wie genau ein Server funktioniert, was daran wichtig ist. So, was man dazu noch erklären oder noch sagen kann, ist zum Beispiel die Problematik mit dem Blut. Jeder kennt das ja, er schießt auf einen Gegner, er schießt den Gegner an, er spritzt Blut, aber man hat keinen Hit. Ganz, ganz wichtig zu sagen ist, das Blut, was bearbeitet wird, ist natürlich eine Client-basiert. Das heißt, es läuft auf eurem PC und wird als Paket mit der Update- und CMD-Rate ausgetauscht mit dem Server. Sollte natürlich so ein Paket verloren gehen, beziehungsweise sollte das Paket mit dem Blut rübergehen, aber zum Beispiel das Problem, der Schuss nicht rübergehen, kann es sein, dass Blut angezeigt wird, obwohl gar kein Schuss angekommen ist. Um das mal klarzustellen, da haben ein paar Leute mich gefragt. Um Server jetzt ganz einfach zu erklären, was die Tickrate heißt, heißt einfach nur, ein Server, der 128 Tick hat, läuft auf 128 FPS und man kann die Rates von 128 nutzen. Wichtig ist zu sagen, dass 128 FPS in dem Sinne stehen, dass der Server 128 mal simuliert wird. Das heißt, eine Simulation ist ein Tick. Mit einem Tick ist gemeint ein Mausklick, zum Beispiel einmal die Waffen wechseln, zum Beispiel, dass ein Spieler tot ist, zum Beispiel, dass ein Spieler, keine Ahnung, Bunny hoppt. Das ist zum Beispiel ein Sprung, ist ein Tick, eine Simulation bei 128. Man kann sich das so vorstellen, dass so mehr Ticks, so mehr Simulationen auf einem Server liegen, umso flüssiger ist das. Nimmt man jetzt zum Beispiel Anti-Aliasing und sagt, man hat kein Anti-Aliasing, hat man ruckelige Kanten. Setzt man Anti-Aliasing an, wird das Spiel ja drüber gelegt. Sprich, bei X2 werden zweimal die Spiele gestartet und über die Kanten gelegt. Bei X4 viermal, bei X6 sechsmal. So, das muss man sich überlegen. Bei 128 wird es 128 mal simuliert und dadurch halt, wenn man das mal einfach sagt, die Counter-Strike-Welt einfach besser abgebildet. Sprich, sie ist direkter, sie ist realitätsnah, weil man einfach dadurch, dass so oft simuliert wird, so oft dargestellt wird, einfach jeder Befehl ankommen kann. Hat man das Problem mit den 64 Tick, gehen Pakete verloren und hat halt das Problem, dass die Welt sich einfach nicht mehr richtig bildet. Deswegen sagt man 128 Tick, sollte man eigentlich schon Pflicht machen. So mehr umso besser. Das Problem, was man dabei aber einfach hat, ist, dass man nicht im LAN spielt. Sprich, in dem Faktor Simulation der einzelnen Counter-Strike-Bereiche, die man hat, gibt es immer noch die Latenz, sprich den Ping. Das Problem, was man beim Ping hat, ist, dass zum Beispiel einer mit einem 10ms, also mit einem 10er Ping auf den Server connected, der andere mit einem 80er. Jetzt muss natürlich irgendwie das Spiel oder die Server versuchen, das zu bearbeiten, dass das alles zusammen passt und sich das alles zusammen umsetzt. Und das ist halt das große Problem, was man hat, weswegen man mit großen Pings auf einem Server häufiger Probleme hat, wenn man mit niedrigeren Pings spielt. Was man halt daran merkt, ist dann zum Beispiel bei 128 Simulationen, bei 128 Tick macht er oder aktualisiert er die Welt halt 128 Mal in der Sekunde. So kann man das ungefähr sagen. Das Problem bei einem High-Ping ist, dass wenn jemand zum Beispiel mit 75 oder mit 80 MS, also 80er Ping, auf den Server ansteuert und einer mit 3 Sekunden, dann updatet sich die Welt für den mit einem 3er Ping natürlich viel, viel häufiger als mit einem 75er. Das heißt, es ist theoretisch scheißegal, wie gut mein PC ist, wie viel FPS ich habe, wie viel Pakete ich verschicken kann, weil mein Ping einfach zu hoch ist, dass die Pakete bei mir wirklich passend ankommen. Und dadurch hat man halt das Problem, dass man halt von einer Lag-Compensation spricht, dass man halt von einer Ping-Kompensation spricht und dann die Probleme hat. Das heißt, es ist eigentlich nicht so wichtig, wie viel Simulation, wie viel Tickrate auf einem Server laufen. Cool sind natürlich wirklich 128. Es bringt dir aber nichts, wenn du auf einem 128 Server spielst, aber selber ein 100er Ping hast, also oder ein 70er Ping hast. Das merkt man dann halt einfach, du hast halt trotzdem den Nachteil im Gegensatz zu anderen Spielern, weil ganz, ganz simpel, einfach erklärt, wie sage ich das jetzt nochmal richtig einfach so als Schlusswort? Ja, gut. Ich überlege gerade. Wie kann man das jetzt nochmal einfach sagen? Ich mache mal kurz eine kleine Pause rein, da denkt mir irgendwas Dummes aus.
So, ich habe mir jetzt irgendwas Dummes ausgedacht, wo man es einigermaßen erklären kann. Also ihr überlegt euch, ihr nehmt jetzt einfach mal ein Tablett, was sich dreht. Also sprich ein rundes Tablett, was sich ganz schnell im Kreis dreht und da drauf liegen 1000 Murmeln. So, jetzt müsst ihr überlegen, auf einem 64-Tick-Server ist es so, dass es 64 Mal die Sekunde aktualisiert wird, beziehungsweise es 64 Simulationen dieses Spiels gibt, dieser Platte gibt mit diesen Kugeln drauf. Das heißt, man sieht es flüssig, sollte man jetzt aber das Doppelte nehmen, 128 Simulationen, hat man natürlich den Vorteil, dass es noch flüssiger aussieht. Und jetzt müsst ihr euch das mit der Lag Compensation so vorstellen, dass der eine mit einem Dreierping seine Hand über die Murmel legt und einfach zupackt. Er packt einfach zu, hat eine Murmel in der Hand und kann sie wegschmeißen. So. Der mit dem 70er-Ping ist der, der aber erst seinen Arm ausstrecken muss, reingreift und sich die Murmel nehmen muss. Das heißt, er braucht viel, viel länger. Man sieht, er kann auf dieses Tablett, auf diese drehenden Kugeln genauso schnell gucken und sieht alles genauso wie der mit dem hohen oder mit dem niedrigen Ping. Er kann aber trotzdem nicht so schnell reagieren. Das heißt, es bringt ihm einfach gar nichts, dass es flüssiger ist, dass es besser aussieht, weil er selber damit einfach gar nicht reagieren kann, und einfach trotzdem die Verzögerung hat. Deswegen ist es halt wichtig, dass man einen guten Ping hat, wenn man auch auf guten Servern spielen möchte und dass man natürlich auch die FPS erreicht, weil die Simulationen natürlich dadurch auch dargestellt werden. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Es war sehr, sehr kompliziert. Kann auch sein, dass ich einen kleinen Fehler noch drin hatte, weil es gar nicht so einfach ist, 25 oder 26 Minuten darüber zu reden. Ich hoffe, es habe es einigermaßen richtig erklärt. Euer Maxo und Jupp, ciao.